Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Vlog von mir. Ich habe jetzt eine längere Pause gemacht, so, ich glaube, bis ihr das Video seht, sind so 5 Wochen, 4, 5 Wochen um den Dreh rum. Bisschen länger als eigentlich geplant, aber es ist gerade wieder so, so viel los. Deswegen dachte ich mir, oh, ich muss erstmal wieder in Ruhe hier ankommen. Wir waren jetzt in Deutschland drüben, haben Familie, Freunde besucht, hatten ja allein schon 10 Tage hier einen Freund, waren noch in Paris und hin und her und Ausflüge gemacht und deswegen war so, ich möchte erstmal wieder meinen eigenen Haushalt haben, irgendwie ankommen und ja, war super viel gerade und dann wieder jetzt schnell rein, wieder Akademie und also mein Fernstudium und alles wieder so, okay, ich brauche wieder meinen Alltag, erstmal gucken, wie passt mir was und so und deswegen habe ich mal eine Woche noch extra gebraucht. Und ja, habe jetzt nichts mitgefilmt für euch, weil ich ja das eigentlich nie mache, wenn ich Freunde extra treffe oder Familie. Manchmal nur so kleine Ausschnitte, aber eigentlich nichts von der Familie. Ja, deswegen gibt es jetzt nichts dazu. Es war ganz schön. An manchen Punkten war es ein bisschen stressig, aber an sich ganz gut. Nur jetzt beginnt der ganze Stress mit, hey, wir müssen mal langsam anfangen mit Wohnungssuche für Hamburg. Das ist zwar noch ein bisschen hin bis Dezember, aber wäre schon ganz gut, wenn wir so langsam mal gucken. Und ich kümmere mich dann halt super gerne darum, dass ich auschecke, welche Gebiete, diese ganzen Bezirke kommen in Frage, weil das hat nämlich einen gewissen Punkt, woran wir uns orientieren. Und deswegen schauen wir immer, wie passt es. Und ich liebe das halt, aber es geht so viel Zeit drauf, immer wieder abzudaten, diese ganzen Apps für Wohnungssuche. Und der Knackpunkt unter anderem ist halt auch, wir wollen nicht von hier nach Hamburg nur für eine Besichtigung. Das ist so unendlich viel Zeit. Also da sind wir über einen halben Tag locker, eher länger unterwegs. Und fliegen wollen wir natürlich da auch nicht hin. Also wir können ja von Paris aus, das ist jetzt nicht so weit, nach Hamburg und wieder zurück. Aber nee, einfach nur nee, aus verschiedensten Gründen nee. Und deswegen hoffen wir, dass es dann so Online-Besichtigungen gibt oder wir können noch einen Freund hinschicken, der so in der Nähe von Hamburg wohnt und der es eh angeboten hat und, Gott, schmeiße schon die Sachen halber hier rum. Zeige ich euch nämlich gleich. Und das ist so, oh mein Gott, wir müssen wieder in eine Wohnung, die wir vorher noch nie gesehen haben. Also ich zumindest wieder. Das wäre das gleiche Spiel mit dieser hier. Es hat ja gut geklappt, alles mit der Wohnung hier, aber bei Hamburg, wo wir auch dann noch wahrscheinlich viele Jahre sein werden. Gut, das habe ich von der Wohnung hier auch gedacht. Wäre es schon gut, wenn ich die Eindrücke so weitestgehend originalgetreu habe, weil manche machen einfach, das sieht man schon, Bilder von der Wohnung. Die müssen aus der hintersten Ecke gemacht worden sein und nicht sich selber noch so weggedrückt oder wie auch immer sie es geschafft haben. Ja, wenn man von anderen Seiten dann sieht, so, das ist viel näher als gedacht oder da spiegelt sich was und dann sieht man ungefähr, wie weit es auseinander ist und solche Geschichten. Und die ganzen Schnitte der Wohnungen sind so unterschiedlich und die ganzen Bereiche und die Kosten, oh mein Gott, Hamburg gerade ist so zentrumnah, ultra teuer. Das ist aber so ein anderes Thema noch und ja, deswegen, ich fange schon seit einer Woche jetzt an, mich damit zu beschäftigen. Gleichzeitig haben wir aber hier 2 Freundinnen, die auch noch irgendwie andere Wohnungen brauchen, das ist sehr, sehr zügig jetzt. Und da helfen wir halt auch untereinander und so. Deswegen ist gerade super viel los. Ach, und unter anderem habe ich mal wieder an mir rumgeschnippelt und habe mein Pony wieder ein bisschen gekürzt. Weiß gar nicht, ob es euch jetzt so aufgefallen ist. Und meine Haare habe ich auch gekürzt. Normalerweise waren sie ja bis unter die Brust, so hier irgendwie. Und habe ich einfach gedacht, von einem Tag auf den anderen, also ich hatte eh vor, die zu kürzen, aber ich dachte mir so, einfach nachmittags mal, wo ich Zeit hatte kurz, ich glaube, ich mache sie einfach jetzt. Und habe mal so schön 12 cm abgeschnitten. Genau, es war mir einfach unten jetzt doch zu dünn und ja, immer so nach dem Urlaub habe ich keinen Bock mehr so auf richtig lange Haare und dann lasse ich es wieder ein bisschen schneiden, beziehungsweise mache das selber. Und dann sind die wieder so ein bisschen fülliger und fluffiger und ja, gefällt mir besser. Aber ob mir das jetzt hier so gefällt mit dem Pony, ist so eine Sache, weil im Zopf oder wenn ich die so ein bisschen wegmachen würde, dann gefällt es mir ganz gut. Aber so fällt das halt gar nicht so auf. Und es hängt halt immer da und ich mache immer den hier, ne? Ich muss mich da noch dran gewöhnen. Oder er spaltet sich so strähnmäßig ab, das mag ich nicht. Aber naja, das geht noch. Und hier habe ich es einfach lang gelassen und so ein bisschen eingedreht, aber ist auch schon wieder draußen. Ja, weil zweimal so kurz ist mir, glaube ich, dann zu viel. Deswegen mache ich jetzt so halb-halb und guck mal, wie das dann so ist. Genau, und jetzt haben wir einen Haufen Zeug, was ich bei DM und Ähnlichem geholt habe. Manche Sachen habe ich noch woanders her.
Genau, und es ist halt so, so viel geworden, weil ich halt so einen Wunschzettel praktisch hatte, den ich mir so über viele Monate alles notiert habe, was ich halt gerne mir anschauen möchte im DM und dann entscheide, ob ich es kaufe oder nicht, weil das so Empfehlungen waren von dem X-Skin Care Leon und von der Alex Advice und deswegen weiß ich schon, die haben auf Inhalte das geprüft, die achten auf verschiedene Sachen und dann war mir schon klar, da wird jetzt nicht so ein riesen Fehlkauf mit dabei sein, wobei ich doch ein paar habe, weil ich selber noch was geholt habe und manches dann nicht so optimal für mich war. Ja, aber ich habe mich halt sehr gefreut, weil hier in Frankreich gibt es ja nicht so eine Drogerie. Die haben das alles so im Supermarkt, dann da auch keine große Auswahl, je nachdem, wo man halt ist, muss man sagen. Und super, super teuer und ich habe hier noch nie irgendein drogeriemäßiges Ding gekauft. Also kein Shampoo, kein Deo, kein irgendwas zum Schminken, kein nichts davon, ne? Weil ich wusste, ich lasse es mir entweder ein Päckchen schicken, so alle paar Monate kommt ja dann mal was von meinen Eltern. Oder ich komme halt rüber und dann kaufe ich groß ein und das habe ich jetzt gemacht. So, und als erstes fange ich mal mit den ganzen Haarprodukten an. Und zum einen ist es hier von Garnier Fructis, diese Papaya Hair Food Haarmaske. Da gibt es ja verschiedene Sorten mit Banane und Melone und ganz viel verrückte Sachen. Und das ist jetzt die reparierende, naja, soweit wie es geht, Haarmaske. Und Alex Advice hat gemeint, die hat gute Inhaltsstoffe. Garnier ist jetzt auch ohne Tierversuche, mittlerweile endlich. Deswegen, ja, vegan und so weiter, haben sie sogar extra draufgeschrieben. Und die riecht so gut, Leute. Da ist richtig viel drin. Oh, die riecht so gut fruchtig. Ich liebe es. Anscheinend kann man die auch im Haar haben, so ein bisschen als Leave-In. Das habe ich auch schon ausprobiert. Aber bei meinen Haaren funktioniert das nicht so gut. Das kann nur ganz, ganz wenig sein. Was ich da höchstens reinmachen kann, ist wirklich nur so ein Klecks. Bringt dann auch nicht so viel, muss ich sagen. Außer man möchte es irgendwie glatt haben. Ich kann mir vorstellen, bei ganz glatten Haaren ist das vielleicht noch ganz nett, wenn man da nochmal so drüber streichen kann. Ansonsten ganz gut soweit. Also kann ich natürlich erst langfristig dann was sagen, wenn ich es eine Weile getestet habe. Aber so an sich macht die schon mal einen sehr guten Eindruck. Dann habe ich mir noch was gekauft, das war so ein bisschen Fail. Und zwar von Cantu für Natural Hair Moisture Curl Activator Cream. Also das ist auch so ein bisschen mit Shea Butter und das soll man sich auch so, gerade wenn man so Waves und Locken und so weiter hat, ein bisschen so reinkneten. Aber das ist auch zu Beschweren für mein Haar. Deswegen, also ich glaube, das muss ich mal irgendwem verschenken, der so richtige Löckchen hat, wo man das schön reinmachen kann. Ich glaube, für so wavy Haar ist das ein bisschen schwierig, dass es zu beschwerend einfach ist und so dauerfettig aussieht. Das ist schwierig. Oder vielleicht für so fliegende Haare, wenn man ganz, ganz klein ein bisschen so reinmacht und sich dann so leicht drüber streicht, das könnte vielleicht ganz gut sein. Dann habe ich mir die Balea Pflegende, also extra pflegende, Styling Cream gekauft. Auch um so ein bisschen diese Locken zu definieren, beziehungsweise Well-Locken-Mix bei mir. Ist sogar für trockene Kopfhaut geeignet, also eigentlich glaube ich für kurzes Haar, wenn man sich dann so richtig reinmassiert und das irgendwie stylt. Ja, ich wollte es halt für meine Locken, ich dachte mir, ich probiere es jetzt einfach mal. Ist ganz okay, aber man muss auch mit der Dosierung aufpassen. Ich hatte ja zuvor das von Alverde, genau, dieses, was, Hibiskus oder irgendwie Violette Reis, irgendwie hieß das so. Und das ist auch okay, aber ich habe das Gefühl, das trocknet doch ein bisschen aus mit der Zeit. Da steht auch Alkohol, also wirklich pure Alkohol an zweiter Stelle bei den Inhaltsstoffen und das ist jetzt hier ein Alkoholdenat und ich glaube, das war irgendwie besser. Vielleicht bilde es mir auch nur ein. Aber ich probiere es jetzt mal mit der. Die riecht auch ganz gut. Einen leichten Klebergeruch hat sie, aber irgendwie so ein bisschen frischer. Aber das verfliegt, also es bleibt dann so ein bisschen das Frische. Ich mag das ganz gerne, deswegen nutze ich die jetzt aktuell. Dann habe ich mir noch zwei Spülungen gekauft, beide von Balea Professional. Diese beiden hier. Weil die Alex auch gemeint hat, die sind auch relativ gut. Einmal von dieser, ja, wie heißt denn diese pink-orangene Reihe? Ah, für langes und geschädigtes Haar. Also, soweit man das halt sagen kann. Aber die riecht auch extrem gut. Das riecht wie so ganz teure Friseurprodukte. Also sehr hochwertig. Ich mag die sehr gerne und hatte ja schon vorher eine. Deswegen, die habe ich mir nochmal nachgekauft. Und die eine, die habe ich mir jetzt selber noch zusätzlich geholt. Ich glaube, die hatte ich früher mal, also sehr viele Jahre her. Die Oil Repair Intensivspülung, die haben zwar sowas wie Silikone drin, aber ich glaube nur so ähnliche und manchmal denke ich mir, komm, so ein bisschen Silikon ist jetzt auch nicht schlimm. Je nachdem, weil die ohne Silikon haben auch so ähnliche Sachen. Ich glaube, das ist das bei denen.
Und ja, manchmal mache ich das ab und zu. Und bei Lea, ich weiß nicht, mit Tierversuchen und so, da gibt es immer so Gerüchte mit, ja, irgendwie schon, irgendwie ist es aber nicht ganz safe, die sind nicht auf dieser Liste von Peter. Ich bin auch nicht ganz happy damit. Dann, ja, aber ich probiere es jetzt einfach und hoffe, da tut sich noch was. Und dann habe ich mir noch für die Haare wieder meine braune Farbe geholt, die ich ja immer nutze, die jetzt hier super dunkel aussieht. Also sie ist auch schon ein dunkleres Braun, aber nicht super, super, super dunkel. Das wird dann nach ein paar Haarwäschen gleich ein bisschen heller, aber nur so, dass es natürlich aussieht und hat halt keinen Rotstich, keinen Grünstich, kein nix. Also das ist so neutral und das ist richtig gut und ja, ich mag diese Haarfarbe sehr gern. Die ist günstig, die funktioniert immer. Ich mache immer meinen Ansatz damit. Und manchmal auch so ein bisschen in die Längen, beziehungsweise nur hier so ein bisschen, aber das wird immer gleichmäßig. Ich habe da noch nie einen Fail mit gehabt und das ist reell diese Eigenmarke von DM, die dann halt diese ganzen Haarfarben hat und das ist 3.0 dunkelbraun. Dann habe ich mir noch zwei feste Shampoos geholt, auch von Balea. Ich hatte mal eins davon mit Vanilleduft und das war richtig, richtig gut. Das ist aber so gut wie leer mittlerweile und das wollte ich mir eigentlich nochmal holen. Das gibt es aber gerade nicht mehr. Also ich glaube, das ist komplett aus dem Sortiment genommen worden. Und jetzt gab es zwei andere Varianten. Einmal mit Kokos- und Limettenduft und einmal mit Avocadoöl und Mandelmilch. Und die sind beide richtig gut. Also ich kann mich echt schwer für eins entscheiden, weil beide einen sehr interessanten Geruch haben und richtig toll für die Kopfhaut sind. Also meine Kopfhaut spannt danach nicht. Sie fettet auch nicht, irgendwie schneller, eher weniger. Ist aber auch nicht komplett trocken. Also ich finde die wirklich richtig gut. Ich glaube, ich mag das mit Avocado und Mandelmilch ein bisschen lieber. Aber sind beide gut. Also falls ihr an die mal kommt, probiert die mal aus. Ich weiß, nicht jeder DM hat die, weil ich war auch in zwei oder drei DMs und manche hatten dann nur eins davon, der andere hatte das und es gibt noch eine Spülung dazu, aber die habe ich mir jetzt nicht geholt. Ich wollte halt speziell diese beiden Shampoos testen und das sieht halt wirklich aus wie so ein festes Stück Seife. Man muss halt gucken, wo man das dann am besten hinmacht danach. Und ja, ist wirklich wie ein normales Stück Seife. Lustig. Schäumt auch gut, also macht das wirklich sehr, sehr angenehm. Man kann auf der Kopfhaut bzw. auf den Haaren halt gleich reiben, sobald die Haare nass sind oder in der Hand, wie auch immer. Und es ist wirklich toll. Also ich bin sehr begeistert von dem bis jetzt. Dann habe ich mir noch ein kleines Haarspray bzw. so ein Haarlack gekauft, weil ich hier halt so ab und zu den mal bändigen will. Nur jetzt habe ich es nicht gemacht und es geht mir ein bisschen auf den Keks gerade. Ich glaube, ich muss den doch wieder länger wachsen lassen. Ich sehe es schon kommen. Naja, auf jeden Fall wollte ich noch so einen kleinen und nichts von L'Oréal oder so, wegen, ne, Tierversuche und so weiter. Deswegen habe ich jetzt halt das andere, kleinere Übel genommen und das ist halt momentan Balea. Dann gehen wir über zu kleinen Extras. Und zwar habe ich mir diese Fersenschutzpads geholt. Zwei verschiedene. An die einen bin ich echt schwer rangekommen. Und zwar an diese hier. Die nutze ich ja immer für die Hinterseite der Ferse und mache die dann mit Sekundenkleber dran. Also ich teste das erst. Die kleben eigentlich von alleine, aber die rutschen wieder raus mit der Zeit. Und wenn man halt nicht hinten seine komplette Ferse bzw. über der Ferse das alles kaputt haben möchte, mit manchen Schuhen schafft man das ja, dann macht man die rein. Ich hatte es neulich wieder in anderen Schuhen, in denen ich sehr selten laufe. Es war mir dann wieder klar, warum, ohne die Dinger drin zu haben und war alles wieder offen. Ganz schrecklich. Deswegen, die Dinger sind mein Lifesaver. Habe ich mir mehrere gekauft und dann habe ich noch die gekauft für so kleine Druckstellen. Die sind alternativ auch ganz gut. Gehen wir über zu Kosmetik fürs Gesicht so allgemein. Einmal hier was zum Abschminken. Das benutze ich gar nicht so ultra häufig. Meistens nur, wenn ich irgendwo bin, wo ich übernachte, also irgendwo weg bin oder so. Da brauche ich immer so eine Kleinigkeit. Ansonsten nutze ich wirklich normales. Momentan habe ich noch so Sonnenblumenöl, was ich eh nicht zum Braten und so verwende, weil es halt nicht so gute Fettsäuren hat. Das nutze ich zum Abschminken. Das funktioniert so, so gut. Ihr braucht kein anderes Abschminkprodukt. Ihr könnt auch Olivenöl nehmen oder was auch sonst ihr nehmen wollt. Probiert das aus. Einfach auf ein Pad geben oder auf ein Taschentuch oder irgendwas. Das nutze ich meistens dann irgendwie. Geht super gut ab. Wirklich toll. Und jetzt habe ich halt noch dieses Reinigungsöl. Wenn ich halt mal unterwegs irgendwo bin, dann brauche ich so was Kleines, Abgepacktes. Und selber abgefülltes Öl ist manchmal so, das läuft dann doch gerne aus. Deswegen, ich nutze lieber das. Habe ich aber auch sehr lange was dann davon. Dann habe ich bei Catrice das All Matte Plus Puder mir gekauft. Das mag ich einfach so ein bisschen um zu setten. Erst recht, wenn ich Sonnencreme drauf habe. Dazu kommen wir dann gleich. Und das ist so ein feines Puder. Ich finde, das macht nicht so weißlich.
habe ich nämlich noch ein anderes gekauft von einer anderen Marke. Da hat man einen deutlichen Unterschied gesehen. Und das ist richtig toll und mattiert einfach. Und ich mag das. Also das ist wirklich ein richtig gutes Puder. Kann ich nur empfehlen. Dann habe ich noch eins von Averde gekauft. Bei denen bin ich immer so ein bisschen im Zwiespalt. So manches finde ich gut. Vieles dann nur so okay und dann doch eher nicht so, deswegen, ich probiere gerade noch ein paar Sachen aus. Und dann habe ich mich im Endeffekt für dieses Sensitive Puder von Averde entschieden. Auch mattierendes Puder in der Nummer 010 Light. Also das ist schon mit das hellste, was sie, glaube ich, hatten, aber das macht auch nicht wirklich Farbe, deswegen alles gut. Ja, muss ich jetzt noch intensiver testen, da kann ich noch nicht richtig was dazu sagen. Und dann kommen wir zu einem Fail-Kauf, das hat mich so angelacht. Und zwar dieses Puder hier, ich weiß gar nicht, sieht man das? Das hat so eine Musterung. Und ich liebe das, wenn irgendwas so marmoriert, gemustert ist und ja. Deswegen, ich dachte mir, das könnte vielleicht ganz gut sein zum Abpudern, aber sobald ich halt Sonnencreme oder so drauf habe, dann wird das dann doch eher dunkler damit und mattiert so nicht richtig und hat dann wirklich so, es heißt auch Rosy Beige, ja, es ist so Rosé Beige, was man dann hat. Zu rosé finde ich ein bisschen. Also ich muss mal gucken, ob ich daraus noch irgendwie so rouge-mäßig, glaube ich, ist es am besten eher geeignet. Aber das trage ich eigentlich nicht so. Aber manchmal ist es ganz schön, wenn man hier oben noch ein bisschen Highlighter-mäßig hat. Aber es glitzert auch nicht wie ein Highlighter oder glänzt. Deswegen ist es eher so ein Fail-Produkt für mich, für das, was ich eigentlich haben wollte. Deswegen, ja, habe ich so spontan gekauft, weil ich dachte, irgendwas von Averde mal wieder testen. Dann war ich noch in einer anderen Drogerie und zwar bei Müller, weil ich eine spezielle Marke testen wollte und zwar Hypoallergenic. Das ist extra für Haut, die so reizend auf alles Mögliche reagiert. Ist meine Haut jetzt nicht, aber ich dachte mir, schaden kann es trotzdem nicht wegen Inhaltsstoffen und habe mir dieses Fixing Matte Puder gekauft. Im Vergleich zu dem von Catrice, es ist super, super weiß. Also ich kann es mir nicht aufs ganze Gesicht geben. Ich mache es jetzt halt zum Concealer fixen, dann so ein bisschen drüber. Und dann ist es hell und dann passt das ja auch dazu. Aber ansonsten für keine andere Stelle. Es fällt so sehr auf und ja, deswegen, ich brauche es jetzt nur noch auf. Schade drum. Dann hatte ich mir noch einen Concealer von Catrice gekauft. Das war auch eher so ein spontaner Kauf ein bisschen. Mit so einem Schwämmchen-Applikator oben drüber. Dieses Schwämmchen-Ding hat mich irgendwie angelacht, aber ich weiß ja eigentlich, dass es nicht so hygienisch dann ist, wenn es so drauf ist und man es nicht richtig auswaschen kann. Und ja, es stand, glaube ich, irgendwie dran, dass es vegan ist und schon hatte man mich irgendwie damit. Und ja, es ist nur sehr, sehr leicht. Also man kann es mal nutzen, aber wenn ich es aufgebraucht habe, dann war es das. Dann werde ich es mir nicht mehr nachkaufen. Ich habe jetzt hier die Farbe 005. Wie auch immer. Ah, hier. Natural Light. Dann habe ich noch einen anderen Concealer gekauft von Catrice. Das ist so ein Standardding seit Ewigkeiten auf YouTube gewesen. Dieser Liquid Camouflage. Und der ist halt top. Den habe ich jetzt in 020 Light Beige. Und den liebe ich halt für so den vorderen Bereich für Augenringe und so. Ich mache das ja nur ein bisschen hier vorne dran. Oder wenn man irgendwie gerötete Stellen mal hat oder Pickelchen. Der ist wirklich super gut zum Abdecken. Der ist klasse. Nach wie vor. Dann hatte ich mir auch noch von Catrice so einen weißen Kajal, ja, Kontur- und Kajal-Pencil gekauft, eigentlich für die innere Wasserlinie. Das mache ich schon sehr gerne, dass ich da mal was Helleres drauf gebe. Es macht einen richtig frischen Effekt, richtig wach, es sieht richtig toll aus. Und ich dachte mir, weiß ist vielleicht ein bisschen stark. Ich hatte zuvor den von Averde, das ist so ein helles Beige, der ist eigentlich ganz okay, aber ja, nicht optimal. Das schmiert so ein bisschen nach hinten raus. Wird ein bisschen komisch. Deswegen dachte ich mir, okay, den kaufe ich mir nicht mehr. Und bei Catrice gab es nur so ein grelles Weiß und der ist natürlich zu hell. Also ich wusste nicht, wie viel Farbe gibt der ab. Und manchmal ist es dann okay in hell, also in weiß. Aber manchmal ist weiß auch zu künstlich und der ist leider sehr künstlich. Deswegen auch eher so ein Fail-Produkt. Ich benutze ihn dann vielleicht mal für irgendwas wie Karneval-Fasching-mäßig und dann kann man irgendwie... Ja, jetzt war der Akku leer. Aber ich glaube, ich habe nichts mehr Wichtiges dazu gesagt. Dann also... eher tendenziell nicht, weil er sehr, sehr auffällig weiß ist oder man steht total drauf und will sich einen weißen Eyeliner-Strich damit machen oder so, dann kann man es probieren. Dann habe ich meine heißgeliebte Mascara wieder nachgekauft. Davon hatte ich jetzt noch eine da. Genau, aber haben jetzt noch eine zusätzlich gekauft und zwar die Catrice Glam & Doll Mascara, auch seit Ewigkeiten auf YouTube bekannt. Immer noch ein Highlight, deswegen
Die muss das wieder sein. Bei der habe ich nur ab und zu das Problem, wenn ich die mal so 2 Wochen am Stück genommen habe und so gut wie jeden Tag aufgetragen habe, dann brechen meine Wimpern ein bisschen ab, beziehungsweise fallen auch sogar noch zusätzlich aus. Merke ich dann beim Abschminken, dass viel mehr Wimpern abgehen, das ist nur, wenn ich die nutze. Deswegen ist eine Kombi eigentlich bei mir besser mit einer anderen Mascara drunter. Aber da suche ich auch immer irgendwie eine und ich will halt die wasserfeste oben drüber haben, damit das alles so gefixt ist und nicht verschmiert und das hält meistens den Schwung auch besser. Und ich kriege das halt super easy mit Ölsachen ab, deswegen das ist kein Problem. Aber ich bin da immer auf der Suche nach einer anderen. Und ich hatte dann noch bei dieser Hypoallergenic-Reihe, also diese Marke besser gesagt, bei Müller gibt es die, habe ich noch eine gefunden. Und die ist jetzt zwar auch waterproof, aber ich dachte mir, okay, probier's es mal. Und die ist wirklich ganz gut. Also ich finde, die macht auch einen schönen Schwung und hält das Ganze auch gut. Allerdings mag ich die von Catrice dann doch ein bisschen lieber, aber die ist ganz okay. Also die haben mehrere Mascaras. Ich weiß jetzt nicht, wie die anderen sind, aber ich habe jetzt einfach diese normale. Ich bin noch ein bisschen verwirrt, weil die Marke heißt auch gleichzeitig Belle. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich finde die ganz gut. Beim ersten Auftrag war ich so, ja, ist okay. Aber nach dem dritten Mal oder so ungefähr war es dann richtig gut. Das kann man auch ein bisschen aufbauen und intensiver machen. Ich mag die ganz gern. Ah ja, dann hatte ich noch von Hypoallergenic, weil ich das dann gemerkt habe mit dem weißen Stift von Catrice. Ich so, okay, da muss ich noch was anderes holen. Und war dann ein paar Tage später eben, wie gesagt, bei Müller und habe mir diesen Longwear Eye Pencil gekauft von denen. In einem Nude-Ton, weil die hatten so einen Rosé-Beige, beziehungsweise eher so Beige-Ton. Und da dachte ich mir so, ja genial. Und das ist auch noch für Sensitive Skin und alles. Und das ist dann nicht reizend und es wird toll sein. Der hält aber leider nicht so gut. Beim Auftrag als erstes ist es echt gut und schön natürlich, also nicht zu extrem. Nach 2 Stunden spätestens sieht man davon nichts noch, wenn ich da richtig dick aufgetragen habe. So, so schade. Also das hat mich echt enttäuscht, dass der nicht mehr irgendwie gebracht hat. Ja, für einen super natürlichen Look kann man nehmen, aber das meiste davon, 80% von dem Ding, verschwinden direkt wieder. Dann kommen wir zur Sonnencreme und da habe ich mir jetzt auch 2 zugelegt. Eigentlich noch eine dritte, aber die nimmt jetzt mein Freund, weil das war so ein bisschen ein Fail-Kauf, die war dann doch zu fettig für meine Haut. Aber zuerst kommen wir zu der sehr guten und zwar von Garnier, diese Sensitive Expert fürs Gesicht. Auch wegen halt Hautalterung so ein bisschen, weil das halt der ultimative Schutz ist. Und dann geht es nicht besonders schnell voran und deswegen nehme ich das jetzt. Und die ist sehr gut. Also die mag ich. Ein bisschen pudere ich immer ab danach, aber dann hält das. Also meine Haut ist auch nicht irritiert oder so danach. Und die andere, die ich gekauft habe, ist von San Ozon. Das ist diese Eigenmarke von Rossmann. Und die wurde ja auch ultra gehypt. Also ich habe auch 2 Rossmanns aufsuchen müssen, bis ich dann mal eine gekriegt habe. Und die mag ich auch ganz gern. Also die ist auch so ein Pendant zu der anderen. Passt eigentlich sehr gut. Ich hatte noch eine gekauft. Erst war es die falsche, weil die alle so ähnlich aussehen. Mit einem Beachvolleyball war das noch mit drauf. Aber die ist mir zu ölig ein bisschen. Also es muss diese Med-Variante sein. Das ist ein bisschen sensitiver. Dann habe ich hier noch ganz, ganz viel Skincare. Also wirklich richtig viel. Manches habe ich mir zuschicken lassen nach Deutschland. Habe es dann bei meinen Eltern abgeholt. Und manches habe ich noch aus der Drogerie. Und zwar habe ich einmal hier von Balea ein beruhigendes Intensivserum für die Haut. Mag ich sehr gerne. Also ich nutze die Sachen, die ich euch jetzt zeige, alle nur abends. Weil es für meine Haut irgendwie anscheinend stressig ist oder sie ölt halt mehr nach, wenn ich das auch morgens mache. Für abends ist es okay, es über Nacht einwirken lassen. Aber morgens gebe ich ihr dann Ruhe, wasche es einfach nur mit Wasser, manchmal mit Waschgel runter, je nachdem was es ist. Wenn es ein bisschen was Öliges ist, dann wasche ich es auch wieder mit Waschgel runter. Ansonsten einmal am Tag, beziehungsweise in der Regel bei mir abends, reicht das dann. Und ich mache morgens dann nur noch meine Sonnencreme drauf. Also einmal habe ich hier das Ultra Sensitive beruhigende Serum. Liebe ich, hat so eine Pipette, ist wunderbar, hat glaube ich der Leon mal empfohlen. Deswegen ganz gut. Dann habe ich eine ganze Reihe an diesen No Cosmetics Dingern, die er auch immer wieder promotet. Das hatte ich schon mal, das nutze ich auch wieder. Also jetzt, weil ich es mir nachgekauft habe. Das Rebalance Serum hatte ich auch mal, habe es nur so, also ich habe es schon vertragen, aber ich dachte mir, meine Haut nimmt es nicht so gut an. Aber jetzt ist es ohne Parfum, was nochmal reizen kann. Deswegen dachte ich mir, ich gebe dem Ganzen nochmal eine Chance. Und dann 2 neue Sachen. Einmal das Slow Aging Serum und einmal das Chemical Peeling Serum.
nutze ich auch immer mal wieder abwechselnd, aber ich gucke schon, dass ich die jetzt nicht wirklich mehrere Tage hintereinander benutze. Das ist dann auch zu reizend für die Haut. Immer meinen Tag auch wieder Ruhe geben und nur Feuchtigkeit und so mache ich das. Es sind mit die besten Inhaltsstoffe, die es so in der Drogerie gibt und wirklich was bringen und nicht irgendwie so L'Oreal-Style irgendwie nur ja, Silikone drin haben und dann sieht es ganz gut aus direkt, aber es ist halt gar nichts passiert. Es ist nur eine Schicht drüber und deswegen denkt man, die Haut ist jetzt verfeinert oder was auch immer, die Fältchen sind weniger. Eher nicht. Deswegen, da sind richtig gute Inhaltsstoffe drin von dieser No Cosmetics Reihe. Und dann habe ich mir noch das AHA und PHA Peeling Cleanser gekauft. Kann man auch für Regionen am Körper nehmen. Also ich habe zum Beispiel manchmal Pickelchen hinten am Nacken, Rücken und ich habe mir gedacht, was ist denn das immer? Anscheinend, also es kann hormonell natürlich sein, aber anscheinend kann es auch daher kommen, wenn man Haarkuren einwirken lässt oder Spülungen oder so. Und man kriegt das dann nicht hundertprozentig rückstandsfrei wieder weg. Also man spült es schon aus, aber es kann so ein leichter Film noch drauf sein. Dann kann es auch Pickelchen begünstigen. Und das hier öffnet diese Poren einfach wieder. Da muss man natürlich die Haare davon fernhalten. Und das ist ganz gut. Oder man hat es irgendwie mal im Dekolleté. Da habe ich auch manchmal so ein paar kleine Pickelchen hier oder so Unebenheiten. Manche haben es auf den Armen oder so. Da ist dieses Produkt richtig gut. Also soll es sein. Deswegen, ich teste es jetzt auch erst. Und das ist halt ein bisschen größer und das ist für den Körper halt super gut geeignet. Aber an sich müsste man es eigentlich auch fürs Gesicht nutzen können. Aber ich weiß jetzt davon, dass viele für den Körper nutzen. Und das, was ich mir habe schicken lassen, sind verschiedene Produkte von Colibri Cosmetics, die ja auch sehr gut sind. Aber ich glaube, man kriegt sie nur online. Und das sind auch verschiedene Sachen. Ein Exfoliate Booster mit AHA, was mir sehr gut hilft. Bei mir hilft diese andere Säure nicht so gut. Dieses BHA heißt es, glaube ich. Das, was auch von Paula's Choice so beworben wird und viele lieben, das hilft bei mir gar nicht. Bei mir hilft AHA, habe ich dann mitgekriegt. Deswegen habe ich da nochmal eins geholt. Dann, ja, die Sachen, die Leon einfach rausgebracht hat. Ein Brightening Booster. Ihr müsst dann selber mal auf der Seite gucken, das sind so viele Sachen. Niacinamide, die für die Porenverfeinerung besser geeignet sind. Habe ich mir nochmal ein Backup geholt. Und noch was Neues, ein Barriere Booster. Also auch wieder zum Aufbau der Haut und so, dass alles ein bisschen besser abläuft, wie die Haut reagiert. Das ist einfach für mich auch super wichtig. Aber wie gesagt, da bin ich gerade noch am Testen. Das ist jetzt alles ganz neu. Und zu guter Letzt wollte ich noch Tampons holen, weil das auch so ein bisschen eine teure Geschichte hier ist. Deswegen habe ich mir die Tampons von Einhorn gekauft. Da habe ich auch ganz viele verschiedene und ich liebe die. Die sind richtig gut und ich glaube, an irgendwas Nachhaltigem sind die noch dran. Ja, also auch diese ganze Produktion ist nachhaltiger gemacht und so keine komischen Sachen mit drin, die man nicht haben will an der Schleimhaut, ne, und so Sachen. Und ich glaube, die spenden noch irgendwas. Ich glaube schon, dass die Einhorn-Sache irgendwie extra noch was macht. Aber jetzt sehe ich es nicht. Und sie benutzen halt Biobaumwolle. Und ich wollte euch mal zeigen, was die Franzosen hier verkaufen. Denn eine Sache, nicht nur, dass es teuer ist, sondern was sie hier für Tampons haben. Es ist nämlich gar nicht so einfach, an normale, eingepackte Tampons zu kommen. Die verkaufen ganz oft solche Dinger. Und wenn wir in Deutschland halt erzählen, so, oh, diese kleine Plastikhülle um diesen Tampon drumherum, was ja ganz dünne Folie ist, ist nicht schön, ist nicht cool, aber ihr müsstet mal andere Länder sehen. Ich weiß, in Spanien haben sie auch diese Dinger und man denkt halt, man kauft normale Tampons und dann sind da ganz viele von diesen Dingern in so einer Pappschachtel drin. Und dann fängt es schon mal an, dass sie ja, so ein Plastikzeug hier drumherum haben, was man aufreißen muss. So, da haben wir schon mal mehr Plastik eigentlich in diesem Ding. Und dann ist dieser Tampon in so einer Plastikhülle, in einer richtig dicken, wie so ein Plastikbecher, so richtig dick, also so röhrchenmäßig. Also das kann ich nicht mal quetschen, so dick ist es. Und ich finde diese Konstruktion so lustig. Es ist ein bisschen hygienischer, aber wenn man es nicht kennt, ist es wirklich so, ah, nicht so nice. Ja, das führt man sich unten ein, drückt das hoch und dann geht dieser Tampon halt raus, wenn ich jetzt ganz zudrücke. Genau. Und dann ist der drin. Und man hat dieses komplette Plastikröhrchen. Das ist einmal eine komplette Hand. Also inklusive halt dem hier. Richtig krass. Und das verkaufen die immer noch. Und auch unter Bio-Sachen, wo mir das nicht direkt aufgefallen ist, dass sie das abgebildet haben. Weil manchmal vertuschen die das so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Und es fällt nicht so auf. Und dann hat man hier ein komplettes Plastikding, mit dem man nichts mehr anfangen kann.
was ich richtig krass finde, dass das immer noch so verkauft wird. Und bei uns hat es das, glaube ich, noch nie gegeben so. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich das jemals in Deutschland zuvor gesehen habe. Ja, jetzt ist schon der nächste Tag. Gestern konnte ich nicht weiterfilmen. Es hat mittendrin einen Anruf gegeben. Das ging dann wieder länger. Und ja, irgendwie dachte ich mir so, egal, jetzt sind die Lichtverhältnisse so schlecht, jetzt brauche ich es auch nicht mehr weiterdrehen und mache es dann eben am nächsten Tag. Und ich sehe einfach wieder, wenn ich von vorne filme, also mit Licht, natürlichem Licht von vorne, es sieht so viel irgendwie besser aus. Ich weiß nicht, das andere ist so, es ist ein schöner Hintergrund, aber ich muss gegen das Licht filmen. Es regt mich jedes Mal auf, wenn ich es in der Bearbeitung dann sehe und denke mir, wow. Also manche Stellen sind super überlichtet, manche super dunkel und ich muss dann gucken, wie ich das in Häppchen schneide und dann irgendwie angleiche. Aber mein Programm ist da jetzt auch nicht das allerbeste. Ich denke mir, Also ich hoffe, dass ich in der nächsten Wohnung das irgendwie so geschickt hinstellen kann, dass das für mich schön aussieht zum Wohnen, aber ich auch Licht von vorne habe und einen schönen Hintergrund habe. Ja, ich könnte ja auch die Sachen einfach versetzen und nach hinten stellen hier, aber das passt da nicht mehr so. Ich mag meine Wohnung so einrichten, wie ich sie haben will, damit ich mich wohlfühle, wenn ich reinkomme und das so ein gesamtes Bild ergibt und nicht nur, dass ich das ausrichte je nach YouTube, wisst ihr? Ja, deswegen, ich habe jetzt immerhin dieses Regal noch hinter mir, aber da sieht man hier meine kleine Chaosküche und ja, hier Zeug auf dem Schreibtisch. Ist es nicht viel und nicht dramatisch, aber trotzdem hätte ich gern so ein bisschen Atmosphäre hinten, die einfach schön ist und ich liebe meine Dekosachen und dann hätte ich die halt gerne hinten dran. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt noch ein paar Produkte, die ich euch zeigen wollte. Zum einen hatte ich noch diese Haarmilch hier vergessen, die extra Feuchtigkeit spenden sein soll. Die habe ich mir heute auch reingegeben. Vor allem sehen auch meine Haare in dem Licht besser aus. Wenn das von hinten kommt, dann sieht das so wuschelig aus. Also ich habe eh tendenziell trockenere Haare, weil ich halt so eine Wellenstruktur habe und sie natürlich auch ein bisschen gefärbt sind und so. Ja, das ist einfach so meine Haarstruktur, die war noch nie total seidig glatt, egal mit was, außer ich gehe mit dem Glätteisen rüber und dann hält das mal kurz, aber ja, das ist halt so meine Haarstruktur und deswegen braucht die immer Feuchtigkeit, also wenn man generell Wellen und Locken hat, dann tendiert man oft dazu, mehr Feuchtigkeit zu benötigen als jemand mit einer ganz glatten Struktur und die ist ganz gut, allerdings... Ja, ich muss ein bisschen Acht geben, weil ich weiß, wie meine Haare funktionieren und meine funktionieren am besten, wenn ich sie nach dem Haarewaschen nicht mit irgendwelchen Produkten vollballer, sondern einfach so im nassen Zustand, natürlich ein bisschen ausdrücke, vorsichtig mit dem Handtuch, aber nicht rubbeln ist ganz wichtig und nicht mit Produkten eben schon reinkneten, das hält bei mir nicht gut. Die hängen sich dann noch mehr aus durch diese Schwere und dann werden die nicht so wellig lockig und dann brauche ich 5 so Versuche, um die wieder mit Wasser hochzukneten, damit die überhaupt irgendwann mal was werden in den nächsten 1-2 Tagen. Und deswegen muss ich die eigentlich so lufttrocknen lassen und nur mal so hochkneten mit dieser Restfeuchtigkeit, die drin ist. Und kann dann ein bisschen davon dazugeben, so für die oberste Schicht am besten auch und für die Spitzen. Und dann passt das. Allerdings mag ich nicht diesen Duft davon. Also es ist so kokosmäßig, wo ich mir schon dachte, mal gucken. Und ich konnte im Laden nicht riechen, weil ne, alle mit Maske und so. Dann dachte ich, nee, komm, egal. Ja, es ist super, super künstlicher Kokosduft. Naja, deswegen, ich habe gehofft, vielleicht haben sie das noch in der fruchtigen Variante oder irgendwas Neutraleres oder so. Aber gab es nichts, gab es nur in dieser Kokosvariante. Jetzt habe ich sie halt, ne? Ja, ein bisschen bleibt der Duft im Haar, jetzt nicht extrem. Aber... den hätten sie vielleicht noch ändern können. Dann habe ich mir noch 2 Salben gekauft, die so standardmäßig eigentlich in jeden Haushalt so ein bisschen als Must-Have gehören. Und zwar diese beiden hier. Einmal Zinksalbe. Das ist für verschiedene Sachen gut. Also einmal, wenn man irgendwo eine Schürfwunde hat oder wie ich, was ich immer wieder schaffe, ist meine Füße in Schuhe zu ruinieren und dann irgendwo so Blasen oder Schürfwunden mäßig und offene Stellen. Und oh, schrecklich, wenn ich da nicht diese Gelpads habe. Und dann ja, ist sowas ganz gut und dann Pflaster drüber oder lassen, je nachdem. Aber das ist so, das zieht die Haut ein bisschen zusammen und hilft zur Unterstützung, dass die Haut halt heilt. Also das kann man sogar auf nässende und juckende Wunden geben. Also richtig gut. Und bei Pickeln hilft es auch ganz gut, wenn man abends eh nicht mehr irgendwie groß weg muss. Dann einfach so einen dicken Klecks von der drauf und dann ist gut. Das ja, heilt nochmal zusätzlich schneller damit. Und dann habe ich noch diese Panthenol-Creme. Das ist eigentlich sehr ähnlich zu dieser, nur spendet die noch mehr Feuchtigkeit. Also die würde ich jetzt nicht auf eine Schürfwunde so unbedingt drauf machen, aber das ist so danach irgendwann ganz gut, dass das Ganze nochmal geschmeidiger wird und manchmal tupfe ich mir die auch ein bisschen auf den Lippen oder so. Also die ist eigentlich auch nochmal ganz toll.
Dann habe ich mir wieder mal von Luvos etwas gekauft. Ich bin ja immer noch ein Fan von Heilerde, auch wenn ich nicht so einen richtig Extremeffekt merke, muss ich sagen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es bei mir mehr Placebo ist. Aber ich mag es an sich gerne mit Heilerde irgendwas zu machen, weil es ein natürliches Produkt ist und es hilft so ein bisschen bei der Entgiftung. Aber wenn ich halt schon so Sachen lese wie Entschlackung und so, das steht hier nämlich auch drauf, dann denke ich mir schon so, oh, das möchtest du es am liebsten stehen lassen für diese Marketing-Sache. Also der Körper entgiftet sowieso mit allen möglichen Organen. Allerdings kann man ihn wahrhaftig unterstützen bei Sachen und wir nehmen alle Schadstoffe auf, ob das jetzt von gespritzten Lebensmitteln zum Beispiel ist, wenn man sie nicht in Bio kauft. Das andere ist, wenn man Bio kauft, ist häufig, also nicht immer, aber wir haben es hier zum Beispiel verstärkt, das Problem, dass sich Schimmel viel schneller bildet. Also bei meinen Zucchinis hier ist es immer schlimm, bei Tomaten ist es immer schlimm. Ja, meistens bei den Sachen, also mehr ist Gemüse wie Obst eigentlich oftmals. Gurke auch. Und ich bin halt so eine, wenn ich sehe, an einem Endstück schimmelt jetzt die Gurke so ganz leicht, dann schneide ich halt irgendwie so ein großes Stück ab und denke mir so, ciao, und den Rest esse ich dann halt trotzdem noch. Ich wasche es außen ab, aber trotzdem esse ich es noch. Und ich habe jetzt bei Ecodemie gelernt, das sollte man nicht empfehlen, weil trotzdem dieser Pilz ja nicht mit dem Auge sichtbar ist und es ist schon in dem Ganzen verteilt drin. Du isst praktisch trotzdem verunreinigtes Lebensmittel. Selbst wenn du es mit Hitze bearbeitest, also nochmal backen würdest, braten würdest, wie auch immer, das Zeug ist trotzdem drin. Und dann dachte ich mir so, oh, gut zu wissen, weil das mache ich gefühlt schon seit Ewigkeiten und immer so und sehe es durch Food Waste Sachen einfach auch nicht ein, dann die komplette Gurke, die kompletten Sachen wegzuschmeißen. Ich weiß, bei sehr wässrigen Sachen wie Tomaten ist es schwierig, da verteilt sich es eh schneller, Gurke theoretisch dann auch. Aber auch bei anderen Sachen, wenn ich zum Beispiel mein Brot selber backe und sehe, da ist so ein kleines Pünktchen, weißiges, puschliges Schimmel im Endeffekt drauf, dann schneide ich es halt wirklich ab und auch grob ab und denke mir so, ja, muss ich jetzt gucken, ist noch irgendwo was dran, ansonsten esse ich den Rest halt noch, also wirklich. Und da ich jetzt weiß, das ist trotzdem meistens dann schon überall verteilt drin und wenn man das immer aufnimmt und ich habe halt so einen empfindlichen Magen-Darm-Mix, wo man eh nicht weiß, was da los ist, deswegen, dachte ich mir, ich nehme mal wieder was von Luvos. Das Ding ist nur, ich brauche diese Tablettchen bzw. Kapseln zum Einnehmen und nicht diese Sachets, wo man einfach rausschütten kann und so kleine perlchenartigen Dinger drin sind. Die kriege ich nicht runter, die schwimmen mir ewig im Mund, das ist ein Kampf. Deswegen habe ich jetzt das in Tablettenform gefunden und werde die mal ausprobieren. Und die sind einfach unterstützen nochmal gut, dass es die Schadstoffe jeglicher Art bindet. Oder in der Luft haben wir auch ganz viele Schadstoffe. Also wir kriegen es genug ab. Bei jedem bisschen, auch im Haushalt, wir können eigentlich alles dauerdesinfizieren, so schnell wie Sachen verunreinigt werden. Deswegen, ich will ja keine Panik machen, alles, aber es ist mehr als wir glauben. Und ein bisschen ist jetzt auch nicht schlimm, dann hat der Körper auch ein bisschen, ne, Immunabwehr aktiv und so und ist okay bis zu einem gewissen Grad, aber ich dachte mir, ich bin eh eine empfindliche Person, deswegen nutze ich mal wieder das. Und zu guter Letzt habe ich mir nochmal was nachgekauft und zwar Bitterliebe. Einmal die Kapseln, einmal die Tropfen. Das ist einfach mit Extrakten von verschiedenen Wildkräutern, die auch bitter sind. Und das hier tropft man sich auf die Zunge und hat das ein bisschen im Mund. Und das regt einfach nochmal die Magensäure an und verdaut dann dadurch auch besser. Also das mag ich sehr gern. Und das ist nochmal als Kapsel zum Einnehmen, wo die Wirkstoffe im Magen sind und dann auch nochmal das Ganze anregen. Also ist einmal hier, damit der Kopf gleich mit aktiviert wird. Oh, wir müssen Magensaft produzieren und hier wird es auch nochmal gestärkt. Deswegen, ich nutze die einfach sehr, sehr gerne und auch die Tropfen sind gegen so süße Heißhungerattacken ganz gut. Also wenn man richtig Lust auf Schokolade hat und ja, ich gebe da auch sehr oft nach und es ist jetzt auch kein Riesendrama, aber manchmal denke ich mir, es muss jetzt nicht sein. Einfach mal 3-4 Tropfen in den Mund geben und das mal eine halbe Minute reicht teilweise schon, halten, am besten sogar eine Minute. Einfach runterschlucken danach. Es ist zwar bitter, aber es ist wirklich zum Aushalten und man gewöhnt sich dran. Also es wird jedes Mal ein bisschen besser mit der Zeit. Dann hat man nicht mehr dieses Süßhungerverlangen. Das ist sowieso mein Top-Tipp. Und es ist auch noch gesund. Also diese Bitterstoffe haben wir eh so selten in unserer Ernährung drin. Das fehlt uns eigentlich. Deswegen ist das eigentlich ein natürlicher Extra-Booster für die Gesundheit. Ja, und das waren die ganzen Sachen. Jetzt ist es ein riesen Haul-Video eigentlich statt ein Vlog geworden. Naja,
Das ist es halt jetzt einfach so. Ich hoffe trotzdem, dass euch das Video gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!